So, und damit nach kurzen Problemen ein herzliches Willkommen bei Pokémon Legends Arceus. Ein Spiel, was nicht mega gut aussieht, aber sich dafür richtig gut spielen lässt und das sehr, sehr angestaubte antike Pokémon-Gameplay endlich mal auf eine Ebene hievt, die es 2022 echt verdient hat. Ich hoffe, der stumme Mann hat eine gute Audioqualität. Mein Mikrofon war gerade nicht verfügbar. Ich weiß nicht warum, ist mir jetzt auch egal, aber ich hoffe, alles funktioniert und klingt so wie immer. Ah, wird schon gehen, wird schon. Wir packen das schon. Ah, Bautz ist schon eher ein Bruder. Durch und durch. Und niemand mag den Otto. Nein, Sora auch nicht Vollriegel. Ja. 14. Jahrhundert, erstmal Zeit fürs iPhone, ne? Seit wann kann die Eule in den Müll? Das ist Ehrenbruder Bautz, Leute. Was ist mit euch? Guckt ihn euch an. Das ist ein Keck. Einfach. Otaro ist einfach der Lobob Keck. Ah, der dicker Samurai-Otter, der wird nicht mal zu einem Samurai. Das ist einfach bloß ein Lauch mit Schnurrbart. Also ich muss echt sagen, wenn du Gen 5 angefangen hast mit Otaro, bist du absolut lost. Also Gen 5 Start mit Otaro ist lost. Dann machen wir einfach die Facecam über den Chat.
ist doch kein Problem. Endlich Teabaggen, Leute. Sie ist zu mir hingelaufen, Leute. Wir fangen den Schmutz zum Schluss. Sehe mich einfach jedes Elite-Pokémon schon T-Bag, wenn ich es gefangen habe. Ey. Ja, weißt du, ein Keck ist verschwendet zum Pokéball, Dario. Siehst du? Siehst du? Ja, er soll doch in Freiheit sterben, ist mir doch egal. Mein Gott, das ist so Taro. Ich hoffe, es wird von einem Garados gefressen oder so. Ich rede von Otaro. Was? Scheuermäßig wäre gut. Alles, was plus Spezialangriff ist. Warum hat's nicht? Resettest du jetzt? Ändert sich das, also bevor er gespeichert? Na, guck mal bitte, ob sich das ändert, weil es wäre nämlich echt gut zu wissen. Wollen wir Bautz resetten, bis es ein hartes Wesen hat? Oder frohes Wesen? Wir halt ein gutes Bautz haben. Mir geht nichts, meine Tastatur steht auch nicht. Ey, was ist denn das für eine Wichser heute? Pokawiki. Ja, also warum soll ich schon ein hartes Wesen haben? Hart oder froh, wäre schon gut. Ja, Daru, das Ding ist halt, das wird niemals so harter Trash sein wie Otaro. Das ist halt, weißt du? Selbst 10 Otaros werden nicht mal ansatzweise so gut wie ein Bautz. Taro hat halt den Stempel, bist du Müll, bleibst du Müll. Ich meine nicht nur, dass ich den Vorteil habe als Pflanzen-Pokémon gegenüber Wasser-Pokémon. Ich habe dann auch den Vorteil als Kampf-Pokémon gegenüber Unlicht-Pokémon. Digga, machst du halt nix, ne? Perfekt. Also kannst du resetten. Okay, also resetten wir, bis wir ein hartes Wesen haben. Hart oder froh? Sehr gut.
Ich muss echt sagen, ne? So intelligent ich die Sache finde, das als Smartphone auszugeben, aber es hätte es nicht gebraucht. Einfach auf dem Button eine Map machen und gut wäre gewesen. Mehr hast du eh nicht. Das ist deine Map, das Smartphone. Mehr ist es nicht. Also es hätte auch gereicht, hätten sie einfach bloß eine Map dann hingemacht. So dieses Smartphone finde ich so ein bisschen. Ja. Du bist halt ein Zeitreisender, ne? Wow. Ist halt komisch. Niemand mag mich, oder? Das Waifu. Hä? Du bist halt. Nee, ich spiele keine Waifu. Nein, du hast jetzt die. Ja. Dann hör doch mal zu. Die ist nicht begeistert, wie sie guckt. Okay. Unterschätze dieses Togepi nicht. Also, erstmal rein storytechnisch gesehen, sind wir jetzt 15 Jahre nach Pokémon Diamant Perl Platin. Also nicht 15 Jahre, sondern wir sind 5 Jahre nach Diamant Perl Platin. Wir haben Cynthia weggeknallt, haben Giratina schon gefangen in Sinnoh. Pennen ein und reisen Zeit einfach mal ein paar hundert Jahre zurück ins antike Sinnoh. Das ist eine Frau, ne? Das ist halt wahrscheinlich Cyrus Oma. Es ist die Kommandantin. Man ist aber jetzt so, wir werden ja verschiedene Pokémon fangen. Wir werden nicht bloß eins fangen von einer Sorte, wir werden ein paar mehr fangen. Wir suchen uns einfach das mit dem besten Wesen raus, was passend wäre. Also wir nehmen jetzt, keine Ahnung, nehmen jetzt ein Sichlo und ich werde kein mäßiges Sichlo trainieren. Wir gucken einfach, dass wir das beste Wesen rausfinden und geben denen Spitznamen. Und dann werden wir später wahrscheinlich noch die Elite-Pokémon davon grinden. Also wenn wir jetzt ein Luxio fangen, werden wir später noch die Luxtra grinden, weil wir einfach das große Luxtra haben wollen. Und werden einfach denen dann die Spitznamen übergeben. Aber versuche schon so viel möglich zu fangen. Übrigens auch für YouTube, Grüße an der Stelle, das Resetten von dem Stopp-Pokémon rauscutten. Wenn ich nicht Second Try kriege. Also wir gucken, dass wir das vielleicht Second Try hinkriegen. Wie ich. Wie Tascha. Aber wenn nicht, dann...
mache ich dann Cut und gut ist. Hätte ich auch verschlafen, bin müde. Genau, sie hat ihm das miese Peter-Gesicht vererbt. Dario, das ist das Ding. So sieht's aus. Es hat geklopft, wer mag das sein? Das ist schwer für eine Puppe. Hauptsache, ich spiele Flipflops daraus. So, die Qual der Wahl. So, erstmal speichern. Okay, also meine Speicherung ist deaktiviert, das heißt, ich kann jetzt erstmal. Ja, ich möchte den Ehrenpolo bitte benutzen, danke.
Oh, der ist so süß. Hat er so froh. Nicht. Scheiße, hass dich. Wenn man Pokéball in Theorie in Brand setzt, stirbt das Pokémon darin? Ich glaube, bevor das Pokémon da drin stirbt, würde das eher ausbrechen. Könnte ich mir vorstellen. Es wäre schon echt dumm, wenn das Pokémon im Pokéball stirbt, weil es brennt. So, Versuch 2. Übrigens sind die shiny locked, ne? Also man könnte die nicht mal shiny resetten, wenn man wollte. Wir werden hier noch Hisui Fukano fangen. Brauchen kein Feuer-Pokémon. Außerdem gibt es noch Magma. Und anders als in den anderen Spielen auch noch mehr als Galoppa. Ja, danke Digga. Reicht jetzt. Danke. Kuss geht raus. Second try, wir haben ein frohes Bautz. Zwei Glück gehabt, wie ich. Ja, perfekt. Kannst du bitte ein bisschen dich zusammenreißen beim Gehen? Ja, du pullst aber das ganze Haus zusammen. Guck mal. Kann ich auch. Ja, feini. Richtiger Ehrenbruder bist du. Oh. Seht, das solltet ihr nicht machen. Einfach einen Pokéball wasten. Das ist dumm. Hier gibt's aber keinen Galagalopper. Genau, Kura, zeig's ihm. Na,
Man beachte, wir haben auf Level 5 schon 88 KP. Ne? Jetzt wisst ihr, warum dieses Spiel so scheiße schwer ist. Du hast noch Level 5 schon hochweise KP. Oh, ich würde T-Packen. Herr Sokobi ist halt Kleinkuro, was hast denn du gedacht? Lass die Prüfung beginnen, ne? Let's go.